Diesmal haben wir einen Tag zum Thema unsere Bücher 2011. Und viele von euch haben uns gefragt, ob wir nicht mal unsere Bücher zeigen könnten, die wir 2011 gelesen haben. Aber das sind reichlich geworden, sehr, sehr viel. Wir haben aber erst Buch geführt ab April. Okay. Und deswegen werdet ihr hier auch nur die Bücher sehen, die wir ab April gelesen haben. Ja, und wir würden uns also riesig freuen, wenn ihr alle mitmachen würdet. Und da ist es auch egal, ob ihr Videos macht oder ob ihr Blogger seid. Ja, packt uns doch bitte eure Nachrichten oder euren Blog-Eintrag oder eure Videos auf die Pinnwand. Oder schickt uns Videoantworten. Oder schickt uns Videoantworten, die wir dann hier drunter veröffentlichen können. Wir freuen uns da wirklich, wenn ihr alle mitmachen würdet. Ja, und fangen wir auch gleich an mit der ersten Frage, die ihr auch unten findet. Und das ist, welches Buch hat dich am meisten zum Nachdenken gebracht? Ja, ich habe mich, weil Zwilling, ich kann mich ja nie entscheiden, also zwei mussten es wenigstens sein. Einmal Julian Fellows, eine Klasse für sich, war ja auch so ein bisschen mein Jahreshighlight. Ich fand einfach diese, ja, wie er wirklich auf diese ganzen Leute geschaut hat, diese Einblicke, die man da bekommt und auch diese Dialoge und die kleinen Spitzen, die sich Ehepaare doch hier und da wieder zugeben. Und ja, das fand ich also total spannend. Habe ich auch lange drüber nachgedacht, ob das auch wirklich so ist. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen. Es ist so. Fand ich ganz, ganz toll. Hat mich sehr interessiert und beschäftigt. So, mein Jahreshighlight war Weißer Oleander und das hat mich von Janet Fitch und das hat mich auch sehr zum Denken gebracht, weil es geht hier darum, für mich zumindest jetzt im Nachhinein, um Macht und um die Macht, die man auf verschiedene Arten ausspielen kann. Zumindest war das das Hauptthema für mich. Es geht auch noch um viele andere Sachen, aber ich habe da wirklich diese zwei Frauen noch im Kopf. Einmal die Prostituierte, die sie trifft und die ja mit den Männern spielt und sich deswegen alles, ihr Leben so lebt, wie sie es möchte. Sie lässt sich halt da von den Männern finanzieren oder beziehungsweise sie beutet sie aus. Auf der anderen Seite ihre Mutter, die ganz klar nichts von Männern will und ihre Göttinnenkarte spielt und da auch niemanden an sich ranlässt und viel zu stolz wäre, um irgendetwas anzunehmen, was sie nicht selbst sich verdient hat. Ja, diese zwei Charaktere haben mich sehr, sehr, sehr stark zum Denken angeregt und deswegen das Buch auf jeden Fall eins, was mich sehr zum Denken angeregt hat. Ja, und ich habe mich als zweites Buch habe ich mich halt entschieden für Anthony McCarten, Hand aufs Herz. Und ja, wie weit würde ein Mensch gehen, wenn es darum geht, ein Auto zu gewinnen? Und was würde er dann eigentlich schon tun, wenn es um noch viel mehr gehen würde? Das hat mich also sehr beschäftigt. Wie weit sind die Menschen wirklich bereit, sich auch teilweise zum Affen zu machen oder bis an ihre Grenzen zu gehen wegen einem Auto? Fand ich unheimlich spannend, hat mich sehr lange beschäftigt. So, ja, mich hat auch beschäftigt von Shelina Yamohamed, Küss mich Kismet, wie ich muslimisch korrekt die große Liebe fand. Hier geht es mal um arrangierte Ehen und es wird auch mal die ganzen Pluspunkte an solch einer Sache rausgestellt. Und ich fand es total, die Amerikaner oder Engländer würden jetzt wahrscheinlich sagen, mindblowing. Also es hat mich absolut fasziniert und mir viele, viele Gedankenanstöße gegeben. Und deswegen ist das auch so eins meiner Jahreshighlights. Ein Buch, das mir nicht so schnell aus dem Kopf rausgehen wird, weil ich mich immer noch damit beschäftige, ist dieses Buch. Ja. So, dann, nächste Frage. Du bist der Moderator. Bei welchem Buch hast du dich am besten amüsiert? Und auch da haben wir jeder zwei ausgewählt. Ja, und zwar ist das einmal von Goscinny und Semple, Der kleine Nick. Und Der kleine Nick ist ja so eine ganz, ganz süße Geschichte. Sie ist toll illustriert, durchgängig. Ich weiß jetzt nicht, ob das so kommt. Ein bisschen runterklappen. Ich gucke mal. Ich glaube, so kommt es immer am besten. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Wir haben es aber auch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ja. Wir werden es auch noch mal vorstellen, weil der zweite Band liegt ja schon auf unserem Sub. Diese Geschichten um den kleinen Nick sind einfach total zauberhaft. Es gibt jetzt ja auch schon einen Film davon und auch der hat uns total begeistern können. Also da muss ich auch sagen, da musste ich auch sehr, 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 sehr oft lachen. Das sind jetzt auch alles vier Bücher, ja, die wir zusammen gelesen haben. Also immer, wenn es um Humor geht,
Zusammen. So, dann von Bruno Ciaudin, Curry Connection, wie ich zu 5 Tanten, 34 Cousins und einem neuen Namen kam. Wir haben uns beide herrlichst amüsiert, obwohl dieses Buch mich auch zu Tränen gerührt hat. Also ich weiß, dass ich da ordentlich schlucken musste, weil es mit einer Beerdigung gleich anfängt. Und ja, es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so ein Buch, das sich jetzt mal nicht ausgedacht wurde. Es ist ja wirklich seine Geschichte. Ja, dann haben wir beide auch sehr gelacht über Una Choi. Wir sind 7. Ja, eine junge Frau, die es geschafft hat, 7 Kinder zu bekommen von unterschiedlichen Vätern. Sie hat keinen davon geheiratet und die Väter laufen in diesem irischen Dorf rum. Und es ist so ein kleines Problem, dass ihre Ableger immer so aussehen wie die Väter. Und das riecht die Leute natürlich auch, vor allen Dingen die Frauen. Die Männer haben ja teilweise ihren Spaß gehabt und ja, sie soll aus dem Dorf raus. Aber diese Kinder sind einfach nur riesig amüsant und ganz, ganz toll erzählt. Ein schönes Buch aus dem Herzen von Irland. Und wann immer Maruba geguckt hat, als mir das vorgelesen hat, war ich am Kichern und am Gnickern und das hat uns richtig gut gefallen. Ja, richtig amüsieren kann ich mich über die Prinzessin Mia-Reihe, obwohl der 4. Teil Dein Auftritt Prinzessin war. Ja, hat mir die Mia-Reihe erstmal so ein bisschen wieder verleidet. Ich habe jetzt den 5. Teil wieder gelesen, an einem Abend und es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und das sind Bücher, die mich zum Lachen bringen, außer halt der 4. Teil. Da hat Mia mich auch fürchterlich abgenervt. Ja. Pack's nicht zu weit weg. Ich weiß, tauch nochmal auf. Okay, gut. Dann sind wir bei den nächsten. Und das ist, welches Buch hat dich traurig gemacht und dich zu Tränen gerührt? Also traurig gemacht hat mich von Veronika Peters Das Meer in Gold und Grau. Ein wirklich sehr, 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 sehr schönes Buch. Es ist auch nicht so, dass da jetzt auf die Tränendrüse gedrückt wird. Es ist einfach der Abschied von einer großartigen Frau. Ja, ich will ja jetzt auch nicht zu viel verraten. Es war jedenfalls sehr schön. Es hat mich sehr tief bewegt und ja, das ist mir schon ein bisschen nahegegangen, ja, stimmt. Obwohl es also wirklich nicht so ist, dass hier wirklich Sentimentalität unbedingt hervorgerufen werden soll. Ich mochte einfach die Charaktere und ja, ein super, super schönes Buch. So, bei mir war es ein Buch und zwar Last Lecture von Randy Pausch, Die Lehren meines Lebens. Es handelt von, oder geschrieben wurde es von einem krebskranken Mann, der nur noch ein paar Monate zu leben hat und halt auf sein Leben zurückblickt. Das Ganze ist meiner Meinung nach noch ziemlich unsentimental geschrieben. Er hat auch noch versucht, das Beste daraus zu machen. Er hat darüber geredet, wie man seine Kindheitsträume veröffentlichen kann. Das Ganze war ein Buchtipp von einer anderen wunderbaren Booktuberin, die damals als Erlebnisbuch online war, aber ich weiß jetzt nicht, wie ihr neuer Name heißt. Aber jedenfalls nochmal vielen Dank, Steffi, für den Tipp. Das Buch hat mir richtig, richtig gut gefallen. So, nächste Frage. Und das war die schönste Love Story in diesem Jahr. Und als wir die Frage uns eben überlegt haben, kamen wir danach richtig ins Grübeln, weil so viel mit Liebe haben wir nicht gelesen. Nein. Zumindest hat dieses Buch schon mal Liebe mit im Titel. Es ist Anthony McCarten, Liebe am Ende der Welt. Und mir gefiel diese Geschichte halt zwischen dem Bibliothekar und diesem Mädchen, das von einem Alien schwanger ist oder wurde, unheimlich gut. So dieser Bibliothekar, der so viel tut für dieses Mädchen, ja, hat mich auch sehr bewegt, fand ich richtig, richtig schön, ist auch nicht so kitschig. Ja, wir hatten wenig Liebesromane dieses Jahr, also wenig Herzschmerz, mehr andere Themen. Und dieses Buch gefiel mir da, ja, oder fiel mir da eigentlich so mit als einziges ein und ich fand die Geschichte auch wirklich sehr schön. So, mein Lieblings-Love-Story ist gewesen Ein Moment fürs Leben von Cecilia Ahern und man könnte meinen, es ist die offensichtliche Liebesgeschichte, die dahinter steht, die mich berührt hat. Nein, es ist die Liebesgeschichte zwischen ihr und ihrem Leben. Wie die beiden sich annähern wieder, wie sie wieder lernt, ihr Leben zu lieben. Und ja, das ist eigentlich die Liebesgeschichte, die ich im letzten Jahr am schönsten fand. Und ja, deswegen bei mir ganz klar, Cecilia Ahern, Ein Moment fürs Leben.
So, nächste Frage. Muss man doch sagen, dass eine nächste Frage schon wieder dran ist. Das ist das spannendste Buch. Ja, und das war für mich ganz klar Sabine Kornbichler, Die gefährliche Täuschung. Dieses Buch hat mir, also hat richtig an meinen Nerven gezerrt. Ich habe mich da, glaube ich, auch ein bisschen sehr mit Emma identifiziert. Was würde man tun, wenn man entführt wird, wenn man ja nicht weiß, wer war es? Kommt der Täter wirklich aus dem nächsten Umfeld? Hat vielleicht sogar der eigene Mann noch die Finger mit im Spiel? Und man gerät dann sogar selber noch in den Verdacht, dass man das Ganze nur inszeniert hat. Also das hat mich schon sehr beschäftigt. Ich wurde wunderbar immer auf dem Laufenden gehalten. Ich durfte mit Rätseln, man hat mir immer Brocken hingeworfen. Ja. Und Autofahrten und so weiter hieß es immer nur, was sie gerade wieder in dem Buch gelesen hat. Also das hat mich wirklich absolut angemacht. Das war Spannung pur, richtig, richtig gut. So, dann bei mir das spannendste Buch war von Jodi Picoult, In den Augen der Anderen. Ja, dieses Buch konnte ich nicht außer Hand legen, obwohl es ein richtig dicker Wälzer ist. Es geht um eine Mutter, die um ihr Kind kämpft, das Asperger-Syndrom hat. Dieser Junge wird des Mordes angeklagt und sie sind sich alle nicht sicher, hat er es getan oder hat er es nicht getan. Und sie kämpft halt für die Sonderrechte, die vor Gericht, damit dieses Kind jetzt wohlbehütet oder nicht wohlbehütet, aber dass er einigermaßen schadenfrei aus der ganzen Sache rauskommt und überhaupt die Gerichtsverhandlung übersteht. Ein sehr, sehr spannendes Buch und ich fand es richtig, richtig toll. Jodi Picoult. Erinnerung an die nächste Frage. Und das ist die 5 schönsten Buchcover und letzten Jahres. Das war verflucht schwer. Also ich weiß auch nicht, ob uns da jetzt was entgangen ist. Die Bücher werden ja immer schöner aufgemacht. Ja, und es war wirklich ganz, ganz schwer. Und ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich die 5 schönsten sind, aber schweren Herzens habe ich mich zumindest schon mal für dieses entschieden. Horton Halfpert. Horton Halfpert oder Das teuflische Geheimnis von Schloss Eigenbrötel oder Wie sich Lady Lagertags Korsett lockerte. Und dieses Buch ist einfach nur genial, schön aufgemacht. Es ist total skurril und schräg. Der Inhalt war auch top. Ja, und wir haben es ja schon mal, wir haben es ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal gezeigt. Das Besondere daran ist, dass diese Fenster hier abends leuchten. Also nicht abends, sondern sobald es dunkel ist, versteht sich. Auch hier hinten die kleine Laterne leuchtet und hier oben der Mond. Also es ist wirklich wunderschön. Und wir machen das jetzt immer schön abwechselnd. Jetzt hatten wir leider gerade wieder einen Cut. Das Problem kennt ihr ja bei uns jetzt mittlerweile. So, und das ist von Kai Meier, Die Sturmkönige Jinland. Ich fand das Cover so wunderschön. Ich will auch noch unbedingt die anderen Bücher haben. Mir hat der Inhalt auch sehr, sehr gut gefallen. Orient, ihr kennt mich. Und ja, sehr, sehr schön aufgemachtes Buch. Ich bin total verliebt in dieses Cover. Die Taschenbuchausgabe finde ich bei Weitem nicht so schön. Dieses hier hat mich aber richtig, richtig angemacht und es sieht traumhaft aus meiner Meinung nach. Ja. So, für mich gehört ganz klar auch dazu von Tanja Heidmann Traumsplitter. Dieses Silber mit dem Pink und ich finde es einfach nur wunderschön. Hier auch mit der Villa, mit dem Auge und den Pflanzen. Also es ist einfach ein Hingucker. Ich finde es nur gelungen und schön. So, für mich ein ganz, ganz großes Highlight ist wirklich Göttlich verdammt. Also dieses Cover ist so wunderschön. Und ich habe mich auch gleich in das Cover verliebt und ich habe mich in die Farbkombi verliebt. Also ich finde die Farbkombi so schön. Also ja, das Buch hat mich total vom Cover schon alleine gepackt. So, und ich habe mich entschieden für Flavia de Luz, Halunken, Tod und Teufel von Ellen Bradley. Und ich mag ja Flavia sowieso gerne. Und ja, Flavia wäre für mich auch echt ein Coverkauf gewesen. Es ist halt so die Art, wie ich es das gerne Poster mag. Hängt bei uns in der Küche. Stimmt. Also, wer bei uns zu Besuch ist, kommt an Flavia auf gar keinen Fall vorbei. Ja, wo bin ich denn jetzt? Ach ja, ist ja immer noch Dings. So, auch ein absolut tolles Cover meiner Meinung nach ist Achtung Superheld. Das Buch hat mir ja auch wahnsinnig gut gefallen. Und ich finde diesen Jungen so süß da in seinem selbstgemachten Superman-Kostüm. Und ach, ich mag die Farbwahl, ich mag dieses warme Licht und ich finde das Cover richtig, richtig schön und gelungen.
So, ich habe dann hier noch von Wolfgang Schömel die große Verschwendung. Ich finde dieses Cover einfach nur genial. Diesen Mann mit der Zeitung und der Himmel dahinter. Dann hier auch noch diese Anspielung auf Hamburg und die Philharmonie. Also ganz... Wie oft mal gesagt hat, oh, ist das ein tolles Cover. Oh, ja. Ich will das Buch lesen. Meinst du, das Buch ist was für mich? Oh, ich will das Buch lesen, das Cover. Also Cover und Buch waren was für mich. Ich finde es richtig schön, es ist top gelungen. Ganz großes Kompliment auch an Klett Cotta. So, für mich von Niklas Barks, Wie ein Licht in der Nacht. Ich fand dieses Cover auch einfach nur wunderschön. Und ja, mehr gibt es dazu auch, glaube ich, nicht zu sagen, außer dass das ein wahnsinnig tolles Cover ist. So, besonders schön fand ich auch von Emma Kennedy, Wilma und das Rätsel der gefrorenen Herzen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Bücher von meiner großen Schwester. Ja, es ist so diese alte Aufmachung. Ich finde es einfach nur toll und ganz besonders toll, finde ich, wenn man... Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber... Oh, es knackt ja, immer so ein ganz bisschen, wenn man es aufmacht. Ja, so war das früher. Also es ist wirklich super, super schön. Wilma und auch die Geschichte war ganz, ganz große Klasse. So, dann ein absolutes Cover-Highlight und ich denke, das könnt ihr alle nur bestätigen, ist Solange du schläfst von Antje Zillert. Es ist einfach nur toll. Es ist traumhaft. Vorsicht, Haare. Eingeklemmt, ja. Das Cover ist auch, also, ja, was will man dazu noch mehr sagen? Es ist wunderschön. Spricht für sich. So, ach ja, die nächste Frage. Unsere größte Enttäuschung im letzten Jahr. Also, mich hat absolut enttäuscht, die Vampirschwestern von Franziska Gehm, eine Freundin zum Anbeißen. Die Bücher sehen einfach süß aus. Ja, traumhaft. Ich habe das auch gesehen, ich habe gedacht, oh, bitte, 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 lass diese Reihe total genial sein. Ja, Sina hatte alle haben. Sie schon so gedanklich bei sich im Regal alle nebeneinander stehen sehen. Gonna catch them all. Richtig toll. Aber es war so gar nicht unser Geschmack. Wir haben es auch zusammen gelesen. Ich habe mich da sehr dran gestört. Ja, es war irgendwie teilweise auch ein bisschen ekelig. Es ist auch überhaupt nicht unseres. Also, es gab zwar ein paar gute Ideen, aber... Von vorne bis hinten nicht unseres. Ich stimmt. Hätte es auch am liebsten abgebrochen, aber ich habe mich dadurch gequält irgendwie und... Ja, wir hatten es uns nun mal gekauft und wir wollten unbedingt wissen, was ist jetzt so toll an den Vampirschwestern. Es wird ja auch gerade verfilmt. Ja. Aber wir haben uns da echt durchgequält und kein weiteres Buch. Also zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt ist das so überhaupt nicht unseres gewesen. Ja, bei mir war es, und das war echt eine herbe Enttäuschung bei mir, Maria Babal, Emma. Dieses Buch habe ich mich so drauf gefreut. Ich finde das Cover so wunderschön. Das ist auch noch so ein Highlight-Cover oder wäre es gewesen, wenn das Buch nicht so schlecht gewesen wäre. Also es hat jetzt echt getrübt bei mir. Ich habe mich so gefreut darauf. Ich habe echt so viel erwartet, weil da hinten so ein toller Text draufsteht. Aber... Dieses Buch hat mich so deprimiert und so runtergezogen. Wie oft Sina gesagt hat, oh, ob ich es noch weiterlese, ob ich es nicht lieber in die Ecke lege. Also das war für sie wirklich ein Problemfall. Ich habe da auch echt, ich habe wegen diesem Buch und wegen dem neuen Doris Dörri echt eine Leseblockade gehabt, eine richtig dicke. Das hat mich auch, glaube ich, entweder im gleichen Monat oder kurz hintereinander jedenfalls ereilt. Danach hatte ich erstmal gar keine Lust mehr. Also was hinten drauf steht oder was in der Artikelbeschreibung drin steht, ist nicht unbedingt, was dieses Buch verspricht. Und ich weiß auch, eine von euch da draußen hat sich sehr auch gleich geholt, als sie das gesehen hat und hat es auch dann abgebrochen. Und abbrechen war da wahrscheinlich die klügere Variante. So, wen würdest du am liebsten treffen von den Figuren aus den Büchern 2011? Ja, da habe ich mich entschlossen... Für Ellen, den 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand, von Jonas Jonasson. Ich bewundere Ellen einfach für seine Gelassenheit, für das, was er alles erlebt hat. Und ich würde mich unheimlich gerne mal mit diesem Mann unterhalten. Schön einen Kaffee oder einen Tee trinken oder auch was Hochprozentiges. Also er hat mir wirklich sehr, sehr imponiert und gut gefallen. War auch ein sehr, sehr schönes Buch.
Ja, und bei mir ist es, und ich weiß, dass Marzi wahrscheinlich auch gerne treffen würde, das ist Tante Umul aus Curry Connection. Und diese Frau hat zumindest gelebt. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Sie war damals schon alt und ich habe hier ein Bild sogar von ihr. Das ist diese ganz, ganz kleine Dame. Ich hoffe, man kann das sehen. Diese ganz, ganz kleine hier. Hier vorne auf dem Cover ist sie, glaube ich, auch. Hier die Dame in rosa-pink. Und sie ist so eine süße Frau. Und sie hat mich beim Lesen immer so zum Schmunzeln gebracht, dass ich am liebsten gleich im nächsten Flieger nach Indien, um diese Frau zu besuchen. Ganz, ganz tolle Frau. Ja, kann ich nur unterstreichen. Wen ich auch gerne getroffen hätte, war die Familie von Eleni Torossi aus dem Buch Warum Tante Iphigenia mir einen Koch schenkte. Diese Familie ist einfach nur witzig, die halten zusammen und die Frauen sind was ganz Besonderes. Ich habe wirklich sehr gelacht auch bei dem Buch und ja, sie sind über die ganze Welt verstreut, ne? Ja, sie sind herzlich, sie sind ja was ganz Besonderes. Mir hat das gut gefallen und da würde ich auch mal so gerne einen Nachmittag sitzen und mit den Damen ein bisschen plaudern, Rezepte austauschen. War und das Schöne ist, auch sie gibt es wirklich. Die gibt es wirklich. Ja, und bei mir ist es nochmal Ingrid aus Weißer Oleander. Die Frau, die ist wie eine Göttin. Ich würde mich unheimlich gerne mal mit ihr unterhalten, einfach um zu gucken, ob ich auch ihrem absoluten Göttin-Dasein verfalle, sie auch anhimmel oder ob ich da trotzdem auch noch die kaltblütige, unterkühlte Frau sehen würde, die sie ist, die absolute Egoistin. Ich weiß es nicht, ich würde sie einfach gerne treffen und sehen, was hinter dieser Fassade steckt. Die Frau hat mich sehr, 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 sehr lange jetzt im letzten Jahr begleitet und ich denke, sie wird mich ein Leben lang begleiten. Deswegen würde ich sie gerne treffen. Ja, und dann sind wir bei der nächsten Frage und das ist nächste Seite. Deine Lieblingsbuchserie 2011. Das ist natürlich immer schwierig. Das sind bei Mar zwei Serien, die sie schon früher angefangen hat. Ja, ich habe ja noch mehr Serien im Schrank. Aber von Charlene Harris hatte ich dieses Jahr gelesen, vor Vampiren wird gewarnt. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Bände sind das? Das 11. oder... 10. oder 11. Ich meine, der 11. Band ist das jetzt, ist die Grundlage zu der Serie True Blood. Ja, die Bücher finde ich einfach nur sehr, sehr spannend, sehr interessant und die gefallen mir halt. Und da würde ich gerne mehr von lesen. So, ich würde gerne weiterlesen die Pretty Little Liars. Ich habe den 3. Band auf dem Sub, der 2. fehlt mir noch. Und ja, eindeutiger Fehlkauf. Aber jetzt führe ich erstmal andere Serien zu Ende und ich habe meinen Sub im Moment so voll. Aber hier werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Ich bekomme hier auch ganz, ganz viele Nachrichten immer noch von euch, dass ihr die Serie angefangen habt und nicht die Finger davon lassen könnt. Ich habe jetzt mittlerweile, ist die jetzt so weit aus meinem Kopf raus, dass ich sie irgendwann nochmal wieder aufgreifen werde. Aber momentan nicht. Aber ich will sie auf jeden Fall weiterlesen. Ja. Nein, du hast noch ein Buch. Nein. Noch, doch, Flavia. Oh. Oh, also stellvertretend nochmal Flavia. Ihr wisst ja jetzt, wie sie aussieht. Ich weiß nicht, wo ich sie hingetan habe. Doch, ich finde sie nochmal schnell wieder für euch. Also, die Serie würde ich also auch gerne weiterlesen. Und es kommt ja wieder ein neuer Band. Ja, darauf hoffe ich jetzt auch schon ganz stark. Die kleine Giftmischerin hat es mir einfach angetan. Sie ist so richtig, ja, es ist halt schwarzer Humor, es ist England und Flavia ist einfach Kult und cool. Tja, die würde ich jedenfalls sehr, sehr gerne weiterlesen. So, bei mir ist es nochmal die Prinzessin-Reihe von MacCabot. Ich habe ja gerade erst den 5. Band gelesen. Die ersten 4 hatte ich letztes Jahr gelesen, den 5. jetzt 2012. Und der 6. liegt auch schon bei mir auf dem Sub. Ja, immer schön vorsorgen. So, okay, dann sind wir bei der nächsten Frage. Und das ist ein Romanheld, eine Romanheldin zum Verlieben. Da sind bei uns die Helden gefragt. Und bei dir ist das? Natürlich Eric Norseman aus der Charlene Harris-Reihe um Sookie Stackhouse. Immer wird das ihr Lieblingsvampir bleiben. Ja, und er ist eben ein jahrhundertalter Wikinger. Er ist souverän, zumindest in den Büchern. Ich habe mich gerade über die 3. Staffel bei True Blood so ein bisschen geärgert, wie er dargestellt wird. Er ist souverän, er ist unheimlich lustig, er kann sehr durchgreifend sein. Aber er ist auch wirklich um Sookie sehr besorgt. Er kümmert sich wirklich um sie.
Ja, und er hat auch halt eine sensible Seite, obwohl er die gut so verstecken mag. Ich mag ihn und mal liebt gern. So Szenen, wenn er vor dem Fenster herflattert. Das sind so Szenen, die ja man echt genial findet. Ja, wo gibt es denn schon Männer, die vor dem Fenster herflattern? So, bei mir ist es, wenn ich mir einen aussuchen sollte, und das ist echt dieses Jahr kein Märchenprinzjahr in Büchern gewesen. Und das gewesen. Ist jetzt auch kein Scherz. Was? Ja, verkünde es. Es ist Michael Moskowitz. Ja, wir scheinen eindeutig zu lange zu reden, aber Sina hat gerade verkündet, es ist wirklich ihr Ernst, es ist Michael Moskowitz. Michael Moskowitz mag ich total gerne, obwohl er jetzt nicht mein Traumprinz wäre, aber wenn ich mir von den ganzen Männern, die letztes Jahr in den Büchern aufgetaucht sind, einen aussuchen müsste, wäre es Michael. Wie schrecklich. Ja, tut mir leid, da war keiner bei. Da war keiner dabei, der mein Herz zum Puckern gebracht hätte. Aber Michael Moskowitz, ja. Der würde wenigstens zu mir passen. So, welche Autoren konntest du für dich entdecken? Das war ganz klar ein Gabriella Engelmann, ja. Während ich Kuss zu Schokolade und Schluss mit Lustig und so weiter von ihr gelesen habe. Hatte es mir Wolkenspiele und natürlich die Märchen angetan. Und ich habe Gabriella Engelmann eigentlich schon viel länger entdeckt. Und zwar dümpelte sie auf meiner Wunschliste herum mit dem Schneewittchen-Roman. Ich wollte mir den auch eigentlich immer kaufen und dann kam Sina immer wieder dazu und sagte, oh, tu das nicht, guck dir dieses Cover an. Das ist so ein richtiger, billiger Frauenroman. Das sieht schon so richtig doof aus. Das ist wahrscheinlich noch ein Eigenverlag, nichts gegen Eigenverlage, aber... Aber das hat sie sicherlich auch selber gezeichnet davor. Ja, genau, das hat sie noch gesagt. Das hat sie bestimmt selber vorne drauf gezeichnet. Und lass das bloß sein, nur weil da Schneewittchen draufsteht und ja, das, Märchen. Ja, das Problem war, dass damals diese ganzen erotischen Märchenromane kamen. Ich habe natürlich nicht geguckt, dass es Arena ist. Und dann irgendwann hatte ich dann gesehen, dass jetzt die... Aber mir mal ich mal. Dornröschen-Geschichte rauskommt. Dann habe ich noch gesagt, oh Mama, guck mal, jetzt hat die Autorin einen guten Verlag gefunden. Freude. Jetzt können wir es wagen. Ja, und dann kam ja auch das Buch mit dem Cover raus. Und es war wirklich eine magische Sache, dass wir sie entdeckt haben, weil ich hatte dann und angefangen... Und wir sie auch noch kennenlernen durften. Genau. Das ist natürlich auch so unser persönliches Highlight 2011. Weil ich hatte dann, wir hatten dann ja 100 Jahre ungeküsst gelesen und gleich am Anfang Cassandra Wolf. Und Cassandra Wolf, da hatten wir noch gescherzt, die Autorin müsste mich kennen, nachdem, wie sie die Frau angelegt hat. Und ja, es war wirklich so, dann konnten wir sie auch noch kennenlernen und das war einfach unsere Entdeckung des Jahres auf jeden Fall. So, eine weitere Autorin, die ich für mich entdeckt habe, ja, ich hole es wieder hervor, ist Meg Cabot, von der ich mir jetzt den Sub vollgepackt habe. Also ich weiß nicht, wie viele Bücher ich von Meg Cabot jetzt da stehen habe. Ich habe mir jetzt auch wirklich gedacht, jetzt erstmal die Mia-Reihe zu Ende und dann kannst du mit der nächsten Reihe von ihr anfangen. Aber ja. Ja, schließlich hat die Frau, die ja auch den Traumprinz 2011 beschert. Ist das lustig? Ja, ist es. Nur weil er nicht gegen einen Eric Roseman ankommen würde, wenn nee, ich glaube, da hätte er nicht eine Sekunde eine Chance. Und ich war eine halbe. Ups, no. Meine Haare. Davon will ich mehr. Welche Bücher willst du mehr davon lesen? Kann das sein, dass ich jetzt eben... Ach nein, du hast noch einen Autoren, den du für dich entdeckt hast. Jetzt habe ich den hier ganz unten runtergekramt. Also man liebt Anthony McCartan, also die Bücher von ihm. Die Bücher von ihm, ja. Und da halten wir schon wieder hin. Also das war letztes Jahr für mich die absolute Entdeckung. Ich hatte ja am Anfang des Jahres, ich will euch bloß nicht immer damit langfallen, Englische Harem von ihm gelesen, was für mich natürlich immer ein ganz besonderes Buch bleiben wird. Ich meine, ich finde dieses Cover fürchterlich scheußlich hässlich, das muss man nebenbei jetzt wirklich mal sagen. Ich weiß auch nicht, was diese ganzen Schuhe da vorne sollen. Aber die Bücher sind wirklich toll, sie sind gut durchdacht. Mir gefällt der Schreibstil und von Anthony McCartan würde ich gerne noch mehr lesen. Er hat ja noch ein Buch
geschrieben. Achtung, Superheld, oder wie das heißt. Ja, natürlich. Das, was aber, ich gerade hier auf dem Sub... Nein, nicht Achtung, Super, wie heißt es denn? Superhero. Superhero. Ja, genau, Superhero, aber da traue ich mich nicht ran. Das habe ich ja damals gelesen, ich fand es zu brutal. Also. Genau, und da weiß ich eins, ich heule mich da wahrscheinlich tot und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Da lasse ich schön die Fingerchen von. Ich hoffe, er schreibt wieder etwas, was auch ich lesen kann. Ja, so, also welche Art von Büchern möchtest du mehr haben? Also, ich möchte ganz viel noch lesen über Indien. Nein, über was denn? Du meinst hier Gabriele Engelmann und so. Moderne Märchen. Das ist schön, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ist immer so. Ich hab's mir hier notiert. Das ist toll. Ich kann auch noch meine Meinung ändern. Trotzdem würde ich gerne noch mehr über Indien lesen. Darauf bestehe ich jetzt einfach mal. Und über Irland und England. Und natürlich würde ich unheimlich gerne, Sina, vielen Dank für den Hinweis, würde ich gerne weiter solche Bücher wie die von Gabriela Engelmann lesen. Ich hatte ja auch Kist gelesen und Beastly und ich weiß nicht, noch ein paar Märchenadaptionen, die Grimm-Akten. Ja, Märchen, das gefällt mir. Ich brauche das mit ein bisschen Märchen und Magie und das finde ich eigentlich immer ganz toll. Und du willst mehr lesen wie Anthony McCartan. Ich habe nun mal die Notizen hier. Was sollte ich machen ohne mein kleines Gehirn hier neben mir? Das Alter kann grausam sein. Und voller Tücken. Hey, ich muss mich ja auch immer abversichern. So, und bei mir ist es, Achtung Superheld, ich habe mich beim Autoren erkundigt. Er schreibt an einem weiteren Band hiervon. Und ich hoffe doch sehr, dass es weitergeht, weil ich finde die Idee sensationell. Diese, er als Einzigster, der keine Superheldkräfte hat und die anderen alle rettet. Und ich... liebe einfach diese Geschichte und die Charaktere und ich würde unheimlich gerne diese Serie weiterlesen. Ja. Und? Was? Hey, jetzt weißt du, wie das ist. Nee, ich habe nicht weiter. Das war das Einzigste. So, hast du einen Genre für dich entdecken können? Mal gleich. Nein, natürlich nicht. Nein, weil ich, was heißt natürlich nicht? Es ist ja einfach so, dass ich schon immer gerne querbeet gelesen habe und von daher... Mir fällt da aber was ein, womit du dich dick eingedeckt hast, was nicht auf deinem Sub war. Ich habe mich dick eingedeckt und ich habe es früher eigentlich auch schon immer ganz gerne gelesen. Zwischendurch mal, aber... Gut, dann ist das jetzt eben meine Neuentdeckung 2011 mit gekreuzten Fingern. Es sind Krimis. Ja, die lese ich ja eigentlich... lustige Krimis. Und psychologische Krimis. Also, sie müssen nicht immer lustig sein, aber sie sollten gut gemacht sein. Aber ich mag schon in erster Linie die Wohlfühlkrimis. Wie Spuri fand ich dieses Jahr also auch sehr, sehr schön. Hat ja dann auch den Mix Indien und Krimi, wie praktisch. So, und bei mir waren es eindeutig Mädchenbücher. Ich weiß, unter vielen meinen Monatsübersichten... Halt doch bitte nochmal diese schöne Buch in die Kamera. Soll ich es machen? Für alle, die es noch nicht kennen. Also, ich liebe jetzt Mädchenbücher. Angefangen hat das Ganze mit Meg Cabot, mit Plötzlich Prinzessin. Seitdem habe ich dann eine für vier gelesen. Pretty Little Liars. Nein, Honey und Nanny nicht, aber ihr wisst, ich also unter vielen meiner Monatsübersichten steht ja auch drunter, ach, Sina, du und deine Mädchenbücher, nicht Märchen, Mädchenbücher. Und was ich für mich entdeckt habe, am Ende des Jahres waren Kinderbücher. Ja. So, in welches Buch würdest du gerne reisen? Nehmen wir jetzt an, man könnte in Bücher reisen. Welches Buch wärst du am liebsten mal für einen zweiwöchigen Urlaub gereist? Ja, ich würde mich gerne einmieten bei der Bücherflüsterin von Anjali Banerjee. Mir hat das Buch einfach toll gefallen. Eine alte Bibliothek, in der ja auch noch Autoren, längst verstorbene Autoren so ein bisschen umgehen, wo für jeden das richtige Buch liegt. Also das wäre für mich so, da würde ich auch zwei Wochen dann gratis und umsonst und gerne arbeiten, wenn ich denn da auch dann bitte schlafen dürfte, damit ich auch die Gäste nochmal sehen kann. Ja, das wäre mein Urlaubshighlight. So, mein Urlaub würde gehen in den Ort von Wie ein Licht in der Nacht von Niklas Sparks. Ich fand den Ort wunderschön. Ich weiß, dass es nicht nur mir so ging. Andere haben mir auch geschrieben, dass sie diesen Ort wunderschön fand. Es ist wirklich ein toller Mix und in dieses Buch wäre ich am liebsten geschlüpft und hätte da einen kleinen Urlaub gemacht. Und da ich mich ja nie entscheiden kann, ginge mein zweites Ziel an die Ostsee, in dieses wunderschöne Hotel, aus Das Meer in Gold und Grau von Veronika Peters.
Und das wäre also auch so ein Ort, wo ich gerne mal hinreisen würde. Es geht natürlich auch um Bücher. Diese Bücher zirkulieren in diesem Hotel. Jeder Gast findet halt auch so das richtige Buch für ihn. Und ja, die herzliche Atmosphäre, diese netten und ein bisschen, manchmal ein bisschen schrägen Charaktere, die in diesem Hotel leben, das wäre also für mich auch so ein Ausflugsziel oder mal so eine Woche, die ich da gerne verbringen würde. So, und dann sind wir bei dem Buch Schätzen. Wer fängt an zu schätzen? Du fängst an zu schätzen. Ich fange an zu schätzen. Ja, für mich ein riesengroßer Schatz. Tim Burton, das traurige Ende des Austernjungen und andere Geschichten. Ja, ich bin nun mal ein absoluter Tim Burton-Fan und ich liebe, das zeige ich jetzt vielleicht besser nicht, ich liebe einfach seine Zeichnungen und diese kleinen Gedichte, die dabei sind. Ja, das ist einfach so mein Ding. Ich habe da also einen riesen Spaß dran und ich war ganz, ganz glücklich, dass dieses Buch jetzt hier auf den Markt kam. So, wir zeigen noch deinen anderen, ich habe hier das Abschluss. Und dieses Buch, diesen Schuber, habe ich geschenkt bekommen. Es sind die Geheimnisse der Spiderwigs. Und die sind einfach nur traumhaft schön. Und das ist einfach ein Schatz. Ich liebe diese Bücher. Sie sind ganz, ganz toll illustriert. Und auch die Geschichte ist schön. Ich habe ja auch den Film dazu. Und hier gibt es dann halt auch noch das Skizzenbuch. Und diese Skizzen, die sind einfach nur... Ich schlage natürlich jetzt wieder, ach, ich bin hier schon bei den vergessenen Kapiteln, sind einfach nur noch toll und das hat doch riesen Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen und auch zu entdecken. Ja, das ist wirklich ein Schatz, den ich in meinem Bücherschrank habe. So, und mein Schatz des Jahres war ein Geschenk von Gwen, The Booklock. Ja, mit dem Buch haben wir ganz, ganz viel Spaß gehabt. Genau. Als sie hier war, hat man auch daraus vorgelesen. Und es ist Aladdin. Ihr wisst ja, ich habe ja einen absoluten Orientknall. Noch nicht drauf drücken. Und deswegen halt, und Aladdin ja eh mein Traumprinz. Und ja, genau deswegen. Und wir führen euch jetzt mal vor, was daran so ganz, ganz besonders Darf ist. Darf ich auf ein Ding drücken? Nein, nicht. Bitte, bitte, Nein, bitte. Das nimmt den Spaß. Okay. Du darfst gleich drücken. Pass auf, wir machen es so. Ich lese vor und du darfst drücken. Also, wir lesen euch jetzt ein ganz kleines Stückchen vor. Guck hin, dass du es nicht falsch machst. Ja. In einem feierlichen Zug machte einmal ein Prinz seine Aufwartung am Hof von Agrabah. Er wollte um Prinzessin Jasmins Hand anhalten, aber Jasmins zahmer Tiger verscheuchte ihn mit lautem Gebrüll. Aber das Schönste, also mehr, wir wollen euch nicht quälen, das schönste Geräusch war... Einmal Jaffa. Ich glaube Jaffa. Wenn das keine tolle Lache ist. Und Agrabah. Auch noch mal drücken. Also, und das war jetzt der letzte Cut. Das ist jedenfalls das Buch und das ist absolut mein Schatz letztes Jahr gewesen. Ja, und damit verabschieden wir uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch rege beteiligt. Macht doch bitte mit. Es würde uns interessieren, was sind eure Schätze, was waren eure persönlichen Highlights, eure schönsten Cover und so weiter aus dem Jahre 2011. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Bis dahin. Ha 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 ha.